raus. Ja. Captain? Was für ein Captain sind Sie denn? Bill ist ein. Oliver, halt den Mund. Du sagst nicht, dass Bill ein amerikanischer Flieger ist. Sie sind amerikanischer Flieger, Bill? Finden Sie das so komisch? Entschuldigen Sie, Mrs. Beckett, aber... Das ist wirklich sehr komisch. Ich weiß nicht, wie Sie das in der Schweiz halten, aber hier bei uns in Irland ist es eine sehr gefährliche Sache. Jedenfalls wissen Sie nun, dass er amerikanischer Flieger ist. Und wenn Sie ausgelacht haben, dann können Sie ja hingehen und ihn anzeigen. Es ist beckettig. Na, und außerdem geht Sie doch das als Schweizer überhaupt nichts an. Eben. Na, hast du aber noch mal Glück gehabt. Entschuldigen Sie, dass ich so misstrauisch war. Schon gut, lassen Sie uns nicht mehr drüber reden. Na ja, Bob ist schon okay. Na, was ist, Oliver? Wie steht das Spiel? Eins für dich. Hallo, Mrs. Beckett! Da kommt Dixies Braut. Guten Morgen, Mrs. Beckett. Halt die Schnauze und überlass mir die Sache. Sie alter Kuppler, Sie können es wohl gar nicht mehr erwarten. Ich muss Menschen und Tiere um mich herum glücklich sehen, Miss Beckett. Na, was sagen Sie zu Lydia? Ist das eine Zuckerpuppe? Nicht zu dick und nicht zu dünn. Gerade wie es die Männer lieben. Nach der wird sich Dixie alle vier Hufe lecken. Wie alt ist denn der Gaul? Gaul? Aber Miss Beckett, Lydia ist eine Lady. Und wer fragt gleich nach dem Alter, Mrs. Beckett? Na, schauen Sie sich das hier doch erst mal an. Na, ist das ein Bau? Diese Vorhand, diese schlanken, eleganten Fesseln, oder?